Helene Stöckel, Der vergessene Koffer, gelesen von Jasmin Stab. Fröhliches Weihnachten, Ännchen und Heinrich. Macht eure Ferienarbeiten sorgfältig und lernt eure Neujahrswünsche nicht zu spät. Wenn Ännchen stecken bleibt, musst du ihr einhelfen, Heinrich, aber ganz leise, hörst du wohl? Das junge Mädchen im warmen Reiseanzug küsste die beiden Kinder, die geschäftig Reisetasche und Fußsack herbeischleppten, und stieg in freudiger Hast in den auf sie wartenden Schlitten. »Adieu, adieu, Fräulein Edith! Lassen Sie sich nur recht viel vom Christkind bescheren und kommen Sie bald zu uns zurück. Fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten!« Der Kutscher knallte mit der Peitsche, die Glocken der Pferde erklangen, und fort ging es in den klaren, hellen Wintermorgen hinein. Auf der hochgelegenen Landstraße wehte der Wind scharf und kalt dem Schlitten entgegen, aber die darin Sitzende merkte es kaum. Aus jedem Zug ihres frischen Gesichts glänzte die Freude, ihre hellen Augen blitzten, und von Zeit zu Zeit lachte sie leise vor sich hin, vor lauter innerer Glückseligkeit. Gibt es denn aber auch auf der weiten Gotteswelt etwas Herrlicheres, als am Weihnachtsmorgen nach Hause zu fahren, nachdem man zum ersten Mal in seinem Leben für längere Zeit davon entfernt war? Wie beklommen war ihr Herz gewesen, als sie vor einem halben Jahr denselben Weg zum ersten Mal gemacht, um ihr Debüt als Erzieherin abzulegen. Und wie gut war alles gegangen. Ihr Herz klopfte hoch auf vor stolzer Freude, wenn sie an den kleinen Streifen Papier dachte, den sie heute unter ihrer Serviette gefunden hatte. Und auf dem der Vater der ihr anvertrauten Kinder ihr die Mitteilung machte, dass er zum Dank für die Sorgfalt, die sie seinen Kindern erwies, ihren Gehalt von nun an um die Hälfte erhöhen wollte. Was wird ihr Vater sagen, wenn sie ihm heute Abend diesen Zettel zeigen wird? Auf der Landstraße kam ein kleiner, zerlumpter Junge daher. »Heute ist Weihnachten«, rief Edith in überströmendem Jubel und warf ihm ein 4-Groschen-Stück zu. Was er für froh erstaunte Augen machte, als er es endlich im Schnee fand. Sie behielt das Portemonnaie in der Hand und musterte wohlgefällig seinen Inhalt. Ja, es ist etwas Köstliches, um das erste selbstverdiente Geld, mit dem man anderen Freude bereiten kann. Mit liebkosendem Blick sah sie auf ihren Koffer, der neben dem Kutscher stand. Wenn sie zu Hause wüssten, was für Überraschungen darin enthalten sind. Für alle hat sie gesorgt, nur für Paulchen, ihr kleines Brüderchen, noch nicht. Für ihn muss sie unterwegs erst etwas recht Schönes einkaufen. Jetzt tauchten die Häuser der Eisenbahnstation vor ihr auf. Der Schlitten hielt am Bahnhof. Gefällig besorgte der Kutscher Fahr- und Gepäckschein für Edith und griff dann grüßend an seinen Hut. »Fröhliches Weihnachten, Johann«, nickte Edith ihm zu, ein Trinkgeld in seine Hand drückend, und »Fröhliches Weihnachten, Fräulein«, erwiderte dieser, das Geld behaglich in seine Tasche gleiten lassend. In dem Abteil, das der Schaffner dem jungen Mädchen anwies, befand sich niemand als eine schlafende Dame. Es war Edith unbegreiflich, wie jemand am Weihnachtstag schlafen konnte. Sie dachte nicht an Schlaf, das war gewiss. Mit hellen Augen blickte sie auf die in winterlichem Schmuck schimmernde Landschaft hinaus. Wie die schneebedeckten Bäume und Zäune an ihr vorüberflogen. Jedes Bahnwärterhäuschen begrüßte sie mit Freuden, brachte doch jedes sie ihrem Ziel näher. Jetzt hielt der Zug. Edith befand sich in der Hauptstadt, in der sie 2 Stunden zubringen musste, ehe sie weiter nach ihrer Vaterstadt fahren konnte. Zum ersten Mal war sie ganz allein und auf sich selbst angewiesen in einer großen fremden Stadt. Sie ordnete ihren Anzug, überzeugte sich mit hastigem Griff davon, dass ihr Portemonnaie sich noch in der Tasche befand, und wandte sich, ihre Reisetasche in die Hand nehmend, vom Bahnhof weg der Stadt zu. Welch weihnachtliches Gepräge die Straßen zeigten! Eilig liefen die Leute hin und her. Christbäume wurden über die Gasse getragen, Schlitten klingelten lustig daher. Eine Zeit lang ging Edith planlos durch die Straßen.
Dann trat sie in einen der glänzenden, überfüllten Spielwarenläden. Wie sorgsam musste sie früher ihr Soll und Haben gegeneinander abwägen. Heute achtete sie kaum auf den Preis. Den allerschönsten Frachtwagen mit Fässern und Tonnen, mit zwei prächtigen Rappen bespannt, wählte sie aus. Er war zu groß, um in der Reisetasche Platz zu finden. Es blieb nichts übrig, als ihn in der Hand zu tragen. Das war freilich etwas unbequem, denn Reisetasche und Muff mussten auch gehalten sein. Aber wer wollte sich wohl am heiligen Abend aus einer solchen Kleinigkeit etwas machen? Ihre Füße tanzten über den Schnee, wenn sie an das süß erschrockene Gesichtchen dachte, das Paulchen machen würde, wenn er diesen Wagen sah. Da kauerten zwei Kinder an einer Ecke, ein blasses Mädchen in ein fadenscheiniges Tuch gehüllt und ein kleiner dicker Bub mit ganz blau gefrorenen Backen, der sich nicht einmal in die erstarrten Hände blasen konnte, weil er dieselben angefüllt hatte mit schwarzen Männern, die aus gebackenen Pflaumen und Goldpapier gar kunstvoll zusammengesetzt waren. »Kaufen Sie uns einen Rauchfangkehrer ab, liebstes, allerbestes Madamchen?« baten die Kinder. Edith ward über und über rot und sah sich schnell verstohlen um, ob auch niemand diese Anrede gehört hatte. Das war ihr doch noch nicht passiert, dass man sie mit Madamchen angeredet hatte. War es denn möglich, dass sie schon so würdevoll aussah und die armen Kinder, wie sie froren? Sie wären gewiss gern nach Hause gegangen. Was kostet ein Schornsteinfeger? Einen Sechser. Und wie viel habt ihr noch? 20 Stück. So gebt her. Sie reichte den Kindern das Geld und türmte die schwarzen Männer auf ihrem Muff auf. Wie sollte sie dieselben nur tragen? Da streckten sich ihr begehrliche Kinderhände entgegen. »Schenken Sie mir einen? Mir auch!« tönte es von allen Seiten entgegen. Im Handumdrehen hatte sie die kleinen Schwarzen verteilt. Nur einen behielt sie, den sollte Paulchen haben. Aber jetzt sah sie auf die Uhr, nicht auf die eigene. Eine Erzieherin im ersten Jahr ihrer Wirksamkeit pflegt selten im Besitze einer solchen zu sein, sondern auf die nahe Turmuhr. Es war hohe Zeit, den Südbahnhof, von dem aus sie ihre Reise weiter fortsetzen sollte, aufzusuchen. Sie erkundigte sich nach der Richtung des Weges und schritt rüstig vorwärts. Es dauerte aber nicht lange, so ward sie unsicher, welche Straße sie einschlagen sollte. Unschlüssig blieb sie stehen und blickte sich vergebens nach einem Dienstmann um, der ihr Auskunft geben könnte. Da fiel ihr Auge auf einen Herrn, der nicht weit von ihr ebenfalls im Reiseanzug mit einem kleinen Handkoffer daherkam. Gewiss wollte auch er zu dem Bahnhof. Sie fasste sich ein Herz und fragte schüchtern: »Können Sie mir sagen, ob dies der Weg nach dem Südbahnhof ist?« »Jawohl, mein Fräulein«, antwortete er höflich, »ich gehe auch dorthin. Wenn es Ihnen angenehm ist, können wir den Weg zusammen machen.« Sie zögerte verlegen. Wie oft hatte ihre gute Mutter ihr eingeprägt, wenn irgendjemand, besonders aber ein unbekannter junger Mann auf der Straße ein Gespräch mit dir anknüpfen will oder dir seine Begleitung anbietet, so gib keine Antwort, sondern geh schnell und ohne dich umzublicken weiter. Sie hatte diesen Rat nicht vergessen. Aber war er wohl in diesem Fall anzuwenden? Erstens hatte ja nicht er sie, sondern sie ihn zuerst angeredet. Dann aber sah er so gut aus und freundlich. Und endlich war heute nicht heiliger Abend, und wäre es nicht sündhaft gewesen, an einem solchen Tag irgendjemand böse Gedanken oder Absichten zuzutrauen? »Darf ich Ihnen etwas tragen?« fragte er freundlich, als er sah, wie bepackt sie war. Sie reichte ihm vertrauensvoll den Frachtwagen hin, dessen Deichsel sich fortwährend in ihren Mantelfransen verwickelte. »Sie fahren gewiss nach Hause«, fuhr er fort, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen waren. Sie wollte antworten, aber das Wort erstarb ihr auf der Lippe. Bestürzt blieb sie stehen, während ihre rosigen Wangen erbleichten.
»Was ist Ihnen?« fragte ihr Begleiter besorgt. »Mein Koffer«, stammelte sie, »ich habe meinen Koffer vergessen.« »Vergessen? Wo haben Sie denselben vergessen?« »Auf dem Westbahnhof, auf dem ich angekommen bin. Oh, was soll ich anfangen?« Sie blickte ratlos zu ihm auf. »Sie wollen mit dem nächsten Zug fahren?« Sie nickte statt der Antwort nur mit dem Kopf. Er sah auf seine Uhr. »Es fehlen nur noch 20 Minuten bis zur Abfahrt.« Die hellen Tränen schossen ihr in die Augen. »Dann ist es zu spät. Ich kann den Koffer nicht zurücklassen. Und wenn ich den Zug versäume, so komme ich heute nicht mehr nach Hause.« Ihre Stimme erstickte in Schluchzen. Aber schon hatte er einen Troschenkutscher herangewinkt und hob sie in den Wagen. »Zum Westbahnhof, aber schnell. Wenn Sie in 8 Minuten dort sind, bekommen Sie doppeltes Fahrgeld.« Der Kutscher hieb in die Pferde und der Wagen flog davon. Die Tränen liefen Edith über das Gesicht, aber unverwandt sah sie auf die Uhr, die er in der Hand hielt. Plötzlich blickte sie angstvoll zu ihm auf. »Wenn Sie nun den Zug versäumen, um meinetwillen...« »Das wäre kein großes Unglück, aber wir kommen wohl zurecht. Geben Sie mir nur Ihren Gepäckschein.« Der Wagen hielt. »Bleiben Sie ruhig sitzen, ich bin gleich wieder da.« Er sprang hinaus. Ein paar Minuten vergingen, dann kam er wieder und hinter ihm her keuchte ein Lastträger mit dem Koffer. »Jetzt so schnell als möglich nach dem Südbahnhof.« 10 qualvoll lange Minuten vergingen, da lag der Bahnhof vor ihnen. Im Sturmschritt ging es die breite Treppe hinauf auf den Gleis. Eben läutete es zum 3. Mal. »Ihre Fahrscheine, meine Herrschaften!« »Wir haben keine, wir zahlen nachträglich.« »Aber Ihr Koffer, wo ist der Gepäckschein?« »Können Sie ihn nicht ohne Gepäckschein mitnehmen?« »Geht nicht.« »Aber es ist ja Weihnachten«, bat Edith, die Augen, in denen große Tränen zitterten, flehend auf ihn gerichtet. Der Schaffner gab nach. Der Koffer ward in den Gepäckwagen geworfen, Edith und ihr Begleiter in ein Abteil geschoben, das noch ein paar leere Plätze enthielt. Die Tür ward zugeschlagen und pustend und ächzend setzte sich der Zug in Bewegung. »Das nenne ich gerade noch vor Torschluss angekommen«, rief er. Sie sahen sich beide an und brachen in ein vergnügtes Lachen aus. Aber Edith ward gleich wieder ernst. »Wie kann ich Ihnen danken, mein Herr?« sagte sie bewegt. »Was hätten Sie nun angefangen, wenn wir zu spät gekommen wären?« fragte er ausweichend zurück. »Ich hätte die Nacht auf dem Bahnhof zubringen müssen. Oh, ich mag gar nicht daran denken.« Die ganze Sehnsucht nach Hause erwachte wieder in ihr. »Wie langsam der Zug geht. Ich hätte die größte Lust, am Wagen zu schieben, wie ich es immer tat, als ich noch Kind war.« »Ist das schon lange her?« fragte er mit gutmütigem Spott. Sie richtete sich würdevoll in die Höhe. »Ich bin Erzieherin, mein Herr.« »Ah, ich bitte 1000-mal um Entschuldigung. Und darf ich fragen, ob Ihre Schülerinnen viel jünger sind als Sie?« »Ich werde nächsten Monat 18 Jahre«, sagte Edith, die, wie es jungen Mädchen in ihrem Alter zu gehen pflegt, nicht recht wusste, ob sie sich geschmeichelt oder beleidigt darüber fühlen sollte, dass man sie für jünger hielt, als sie wirklich war. Sie zog indessen das Erstere vor, und bald war das munterste Gespräch zwischen ihr und ihrem freundlichen Reisebegleiter im Gang. Ihr Herz war zu voll von Glück, um nicht unwillkürlich überzufließen. Und es dauerte nicht lange, so war der junge Mann ebenso bekannt in der Familie, in welcher Edith unterrichtete, wie in dem Kreis, dem sie selbst als älteste zärtlich geliebte Tochter angehörte. Mit leiser Rührung lauschte er, wie Edith von ihren Eltern erzählte, an denen ihr Herz mit all seinen Lebensfasern hing. Von der sanften, edlen Mutter und dem selbstlosen, liebevollen Vater, dem es trotz seiner rastlosen Tätigkeit in seinem ärztlichen Beruf nie gelungen war, Reichtümer zu sammeln, weil er sein Herz und seine Hand
den Notleidenden nicht zu verschließen verstand, dessen Haus aber nie kalt und düster war, weil der Sonnenschein froher Liebe es durchwärmte und erhellte. Je weiter sie aber kamen, desto unruhiger und aufgeregter ward Edith. Es fing an, dunkel zu werden. »Oh, jetzt beginnt der heilige Abend«, rief sie jubelnd, nachdem sie einen Blick zum Fenster hinausgetan hatte. »Sehen Sie nur die Tannenbäumchen da draußen. Sehen sie nicht alle aus wie überzuckerte Weihnachtsbäume?« Mit strahlenden Augen blickte sie auf die von Station zu Station ihr bekannter werdende Gegend hinaus. Immer von Neuem wischte sie mit ihrem Tuch den Reif vom Fenster, um hinausschauen zu können. War das dort in der Ferne nicht schon der Berg, das Wahrzeichen ihrer Vaterstadt? Ihr Herz sprang auf vor Freude. Ja, er war es, und nun war es auch mit dem letzten Restchen ihrer Geduld vorbei. Sie stand auf und legte ihre Sachen zurecht. Sie knöpfte ihre Handschuhe zu und auf und wieder zu. Sie ging hinüber zum anderen Fenster und blickte dort hinaus. Aber in der Dämmerung war nichts mehr zu unterscheiden am Himmel. Nur Stern an Stern flammte auf, so hell und lustig, als wären es lauter Kinderaugen, aus denen die Weihnachtsfreude blitzte. Da pfiff es schrill und lang. Edith stand mit Sack und Pack an der Zugtür. Die Lichter des Bahnhofs leuchteten aus dem Dunkel auf. Sie bemühte sich, mit vor Aufregung zitternden Händen das Fenster hinunterzulassen. Da wurde schon die Tür aufgerissen, und dort standen ihre Geschwister, Karl und Emma und der kleine Paul. Sie drängte mit hastigem Gruß an ihrem Reisebegleiter vorüber und war mit einem Sprung auf der Erde. Jubelnd hob sie den dicken kleinen Paul in die Höhe und trug ihn triumphierend eine Strecke davon. »Hast du mir auch was mitgebringt?« fragte dieser, seine weiche, runde Wange dicht an die ihre schmiegend. »Das versteht sich, mein Herzensjunge.« Edith warf einen schnellen Blick auf Emma, die den Wagen ihr gleich beim Aufsteigen abgenommen und unter dem Mantelkragen verborgen hatte. »Nun, du wirst Augen machen.« In wenigen Minuten war sie zu Hause. Jauchzend flog Edith in die Arme der Eltern. Mit ihrem ganzen Gewicht hing sie am Hals ihres Vaters und streichelte immer von Neuem unter Lachen und Weinen die schmalen Wangen der Mutter. Doch die Eltern schoben sie bald zurück und verschwanden in dem geheimnisvollen Zimmer, in dem die Bescherung stattfinden sollte. Noch eine kurze Zeit verging, dann kamen sie wieder heraus. Paulchen kletterte auf einen Sessel, räusperte sich und begann mit entsprechendem Pathos. »Komm nun, lieber Weihnachtsmann, kennst ja unsere Herzen. Kinder, Papa und Mama, ja sogar die Editha, alle sind sie da. Warten dein mit Schmerzen.« Und kaum hatte Edith diese schmeichelhafte Ovation berührend würdigen können, so öffnete sich die Tür. Die Geschwister eilten in das Zimmer, in welchem Lichterglanz und Tannengrün, Harzduft und Gabenpracht, der ganze unsägliche Zauber des Weihnachtsabends, sie empfing. Es war eine halbe Stunde später. Der erste Freudensturm begann sich zu legen. Edith hatte mit hellem Entzücken ihre neuen Schlittschuhe, das feine wollene Kleid, die zierlichen Kragen und Schleifen und all die anderen Herrlichkeiten, welche für sie unter dem Christbaum lagen, besichtigt, sich mit Karl und Emma gefreut und Paulchen eifrig geholfen, seinen Frachtwagen auf die praktischste Art zu beladen. Da rief sie plötzlich: »Aber nun will ich bescheren. Karl, willst du nicht meinen Koffer hereinbringen?« »Deinen Koffer?« fragte dieser verwundert. »Du hast ja keinen Koffer bei dir gehabt.« »Keinen Koffer?« wiederholte Edith schreckensbleich. War es denn denkbar? Konnte es menschenmöglich sein, dass sie ihren Koffer vergessen hatte, zum zweiten Mal vergessen, an diesem einen Tag? »Nun, das Unglück ist nicht so groß«, tröstete die Mutter. »Den Gepäckschein wirst du doch haben.« »Den Gepäckschein? Ja, wenn sie nur überhaupt einen Gepäckschein gehabt hätte.« Eine schwere Last legte sich auf ihr Herz.
und kleinlaut und beschämt berichtete sie den verwunderten Eltern, wie es ihr und ihrem Koffer heute in Dresden ergangen war. Eben hatte sie ihre Beichte vollendet, und ihre Eltern schwankten noch, worüber sie mehr staunen sollten, über die große Freundlichkeit des fremden Herrn oder die arge Vergesslichkeit ihrer Tochter. Da klopfte es plötzlich an die Tür, und auf das Erwartungsvolle herein, das von aller Lippen tönte, erschien auf der Schwelle ein junger Mann in Reisebekleidung, gefolgt von einem Dienstmann mit Ediths Koffer auf der Schulter. »Ja, ich bitte zu verzeihen, wenn ich störe«, sagte der Eintretende, in welchem Edith zu ihrer freudigen Überraschung ihren heutigen Reisebegleiter und Helfer in der Not erkannte. »Aber ich irre wohl nicht in der Annahme, dass dieser Koffer nicht absichtlich auf dem Bahnhof zurückgelassen wurde?« »Allerdings nicht«, nahm der Vater für seine hocherrötete Tochter das Wort. »Aber ich weiß in der Tat nicht, mein Herr, wie wir Ihnen für die große Mühe danken sollen, die Sie um dieses leichtsinnigen Kindes willen heute schon zum zweiten Mal auf sich genommen haben.« »Diesmal war wenig Mühe dabei«, lächelte der Fremde. »Der Schaffner, der den Koffer ohne Gepäckschein mitgenommen hatte, händigte mir denselben anstandslos aus. Und die nötige Adresse zu erfragen, ward mir ebenfalls nicht schwer, da man die Geschwister, welche auf ihr Fräulein Tochter gewartet hatten, auf dem Bahnhof kannte. Ich freue mich, den Koffer mit seinem gewiss sehr interessanten Inhalt wieder im Besitz seiner Eigentümerin zu sehen und wünsche allerseits fröhliches Weihnachten.« Er grüßte höflich und wollte sich zurückziehen, aber dagegen erhob sich von allen Seiten lebhafter Protest. »So schnell dürfen Sie sich unserem Dank nicht entziehen«, sagte der Vater. »Ist es Ihnen nicht möglich, uns das Vergnügen Ihrer Gesellschaft für einige Stunden zu schenken?« »Sie würden uns eine große Freude bereiten«, setzte die Mutter freundlich hinzu, »wenn Sie diesen Abend bei uns zubringen wollten. Aber vielleicht werden Sie in befreundeter Familie zur Feier des Heiligen Abends erwartet.« »Das wohl nicht. Ich bin auf der Durchreise und kenne niemanden hier.« »Oh, dann bleiben Sie bei uns«, riefen die Eltern. »Sie haben ja unseren Christbaum noch gar nicht ordentlich gesehen«, bat Edith, während Karl sich bemühte, dem Gast den schweren Pelz abzunehmen und Emma und Paulchen den Handkoffer desselben geschäftig in eine Ecke schoben. »Aber ich fürchte, als Fremder bei einer solchen Familienfeier zu stören.« »Sie werden bald sehen, ob meine Kinder sich in ihrer Weihnachtsfreude stören lassen«, sagte die Mutter lächelnd. Und in der Tat, als der junge Mann eine Stunde später an dem großen Familientisch saß, auf dem die mächtige Terrine mit Punsch dampfte und auf die vergnügten Gesichter blickte, von denen er umgeben war, da wurde es ihm schwer, sich als einen Fremden in diesem frohen Kreise zu fühlen. »Aber Papa«, sagte Edith, nachdem die Mutter die Gläser gefüllt hatte, »du hast mir ja noch gar nicht gesagt, was deine Patienten machen. Du wirst doch heute nicht mehr fortgeholt werden, sondern bei uns bleiben können.« »Ich hoffe wohl«, sagte dieser, die Wangen seiner Tochter streichelnd. »Am heiligen Abend sollte niemand krank sein dürfen«, meinte Edith, und die Geschwister schlossen sich mit großer Entschiedenheit dieser Meinung an. »Ja, das wäre freilich am besten«, sagte der Vater. »Übrigens hat der Zufall es so gefügt, dass ich gerade am Weihnachtsabend äußerst selten zu einem Kranken gerufen ward. Ich kann mich eigentlich nur auf einen einzigen Fall besinnen, und gerade dieser gab Anlass zu meiner freundlichsten Erinnerung.« »Oh, erzähle, Papa, erzähle«, riefen die Geschwister, und auch die Mutter sagte ihrem Gatten freundlich in die Augen blickend, »erzähle nur, lieber Mann, erzähle.« »Aber du kennst ja die Geschichte schon, die ich erzählen könnte.« »Das schadet nicht. Glaubst du, ich höre nicht gern immer von Neuem, was für ein warmes Herz du, guter Mann, stets gehabt hast?« Sie reichte ihm die Hand über den Tisch hinüber. Er drückte sie herzlich und wandte sich dann seinem jungen Gast zu. »Wenn ich nicht fürchten müsste, ihre Geduld auf eine zu harte Probe zu setzen«, sagte er zögernd,
Aber der junge Mann schloss sich mit so sichtlichem Interesse der allgemeinen Bitte an, dass der Vater ohne weiteres Zaudern begann. Es war am Weihnachtsabend, gerade heute vor 25 Jahren. Das Jahr 1848 war wie ein Sturmwind über die deutschen Länder dahingebraust und hatte viel Unheil über die Völker und über die Einzelnen gebracht. Viele, die in ihrer Begeisterung für Freiheit und Völkerrecht den bestehenden Gesetzen entgegengetreten waren, büßten ihren Freimut im Kerker oder in der Verbannung. Das Glück gar mancher Familie wurde für immer zerstört. Und selbst dem Weihnachtsengel wollte es nicht gelingen, alle verweinten Augen freudvoll zu machen. Ich war damals ein junger, wenig bekannter Arzt und mit niemand so genau befreundet, dass ich mich hätte bei ihm zum Weihnachtsabend einladen können. So saß ich allein in meinem Zimmer und blickte zum Fenster hinaus, auf das gegenüberliegende Haus, hinter dessen Fenstern die Lichter des Christbaums aufflammten. Zuweilen drang ein einzelner Jubelruf oder der Klang einer Trompete oder Trommel zu mir herüber. Und es wollte mir eben recht wehmütig zumute werden, als die Glocke an meiner Wohnung hastig geläutet wurde. Als ich öffnete, stand ein atemloser Bursche draußen, der mich bat, so schnell als möglich mit ihm in ein nahegelegenes Gasthaus zu kommen, wo eine fremde Dame ohnmächtig geworden sei und nicht wieder zum Leben zurückgebracht werden könne. Ich folgte dem Boten auf dem Fuß, und er führte mich in ein kleines Gemach, das seiner dürftigen Einrichtung nach zu den billigsten des Hauses gehören musste. Auf einem Bett lag eine schlanke junge Frau mit geschlossenen Augen und totenbleichen, aber edlen und feinen Zügen. Einem gasthofbedienstetes Mädchen war mitleidig um sie bemüht, und neben ihr im Bett kauerte ein etwa dreijähriges blondlockiges Bübchen, jämmerlich weinend um seine Mutter mit den süßesten Namen rufend und flehentlich bittend, sie möchte doch die Augen aufmachen und ihn wieder lieb haben. Ich hob den kleinen Burschen vom Bett herunter und setzte ihn auf den Boden nieder. Er blieb auch ruhig sitzen, seine großen blauen Augen unverwandt auf die Mutter gerichtet. Meine Bemühungen, diese wieder zum Bewusstsein zu bringen, wurden bald von Erfolg belohnt. Die Frau atmete schwer und schlug die Augen auf, aber sie war zu schwach, um auf meine Fragen vernehmentlich antworten zu können. Ein Blick auf ihre schmalen Wangen und ihre abgehärmte Gestalt sagte mir, dass Mangel an genügender Nahrung die Arme in diesen Zustand versetzt hatte. Ich schickte das Mädchen fort nach Wein und Suppe und sah mit Freuden, wie schnell die Fremde sich erholte, nachdem sie von beidem etwas gekostet hatte. Als ich sie nach der Ursache ihrer Erschöpfung fragte, flog ein mattes Rot über ihr bleiches Gesicht. »Ich bin gewöhnt, wenig zum Leben zu bedürfen«, sagte sie leise. »Ich wollte mein Reisegeld nicht so sehr in Anspruch nehmen und so versagten sie sich das Notwendigste, während sie doch schon diesem kleinen Bürschchen schuldig waren, sich zu erhalten.« Sie zog das Bübchen, das leise zu ihr herangekommen war, in ihre Arme und brach in heftiges Schluchzen aus. Ich sprach ihr Trost zu, so gut ich konnte. Sie ward nach und nach ruhiger, und da sie wohl sehen mochte, dass meine Teilnahme eine aufrichtige war und sie von mir keinen Verrat zu befürchten hatte, teilte sie mir ihre Geschichte mit. Ihr Mann hatte sich bei dem Aufstand in den Märztagen beteiligt, war gefangen und zum Tode verurteilt worden. Es war ihm gelungen zu entfliehen, aber er war bei der Flucht verwundet worden und hatte monatelang krank in einem Versteck liegen müssen. Mit unsäglicher Mühe, fortwährend in der Gefahr, erkannt und festgenommen zu werden, war es ihm endlich geglückt, England zu erreichen. Von dort aus wollte er, sobald sein Weib und sein Kind ihm nachgekommen wären, nach Amerika auswandern. Die Hilfe, die seine Frau ihm, während er krank lag, heimlich hatte zufließen lassen, der hastige, unvorteilhafte Verkauf ihres Eigentums waren die Ursache, dass sie augenblicklich eine nur unbedeutende Geldsumme in Händen hatte. Und die Entbehrungen, die sie sich auferlegt hatte, zusammen mit der Angst um ihren Gatten, hatten ihre Kräfte aufgezehrt. Ich ließ mir das Versprechen von ihr geben, dass sie gewissenhaft alles tun wollte, was ich zu ihrer Kräftigung verschreiben würde.
Sie bemühte sich, auf meine Verordnungen zu hören. Aber ihre Aufmerksamkeit war geteilt zwischen mir und dem kleinen Burschen, der wieder zu ihr heraufgeklettert war und ihr fortwährend etwas, das ihm sehr am Herzen zu liegen schien, ins Ohr flüsterte. »Was will der kleine Gesell denn eigentlich?« fragte ich endlich. Sie zögerte mit der Antwort. »Das Christkind soll kommen, das Christkind soll nicht so lange bleiben«, rief der kleine Junge jetzt laut. Sie lächelte matt und sagte, auf einen winzigen Christbaum deutend, der mit ein paar Kerzen und einer Handvoll Nüsse und Äpfel geschmückt in einer Ecke des Zimmers stand. »Es ist ja heute Weihnachtsabend. Ich war eben dabei, das Bäumchen für ihn aufzuputzen, als ich unwohl ward. Sie haben schon so viel heute für uns getan, Herr Doktor. Würden Sie wohl so freundlich sein, auch noch die Kerzen anzünden zu wollen?« »Das will ich von Herzen gern. Aber bringt das Christkind sonst nichts?« »Nein, weiter bringt es sonst gar nichts«, meinte das kleine Bübchen resigniert. »Ich hätte wohl sehr gern ein hölzernes Pferd gehabt.« »Aber Alfred, du wolltest ja artig und zufrieden sein«, unterbrach ihn die Mutter. Mir aber kam plötzlich ein guter Gedanke. Ich sprang die Treppe hinunter und eilte über die Straße hinüber, in einen der noch hell erleuchteten Spielwarenläden. Dort kaufte ich ein hölzernes Pferd, eine Trommel, Bleisoldaten und was mir sonst noch in die Hände kam. Und machte mich bis oben hinauf bepackt auf den Rückweg. Den Jubel, mit dem der kleine Kerl mich und die unverhoffte Bescherung empfing, hättet ihr hören sollen. Er wollte mir noch lange nachher nicht aus den Ohren. Ein paar Tage später reiste die Frau mit ihrem Knaben weiter. Möge Gott sie glücklich in die Arme ihres Gatten und mit ihm in die neue Heimat geleitet haben. Ich habe nichts wieder von ihr gehört. Der Vater schwieg. Die Geschwister drängten sich um ihn und streichelten liebkosend seine Hände und Wangen. Die Erzählung hatte das Interesse aller so lebhaft in Anspruch genommen, dass niemand bemerkt hatte, welchen Eindruck diese auf den Gast hervorgebracht hatte. »Sie haben Ihre Geschichte nicht ganz zu Ende erzählt«, begann dieser jetzt mit tiefer, vor Bewegung zitternder Stimme. Alle Augen richteten sich erstaunt auf den jungen Mann, in dessen Zügen Rührung und Aufregung kämpften. Nicht nur, dass sie der schwer geprüften Stärkungsmittel und Erfrischungen sandten und ihre Gesundheit durch sorgfältige Pflege wiederherstellten, wussten sie auch, ihr krankes Herz zu heilen, indem sie ihr den Glauben an die Menschen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wiedergaben. Aber auch damit begnügten sie sich nicht. Als die Fremde mit Bangen nach der Gasthofrechnung fragte, fand sie diese schon von ihnen bezahlt. Und als sie mit Tränen des Dankes Abschied von ihnen genommen hatte, entdeckte sie auf dem Tisch ein Paketchen, eine Summe enthaltend, die es ihr möglich machte, ihre Reise ohne weitere Entbehrung und Sorgen fortzusetzen. »Aber mein Herr«, unterbrach jetzt der Vater erstaunt und bewegt, »woher können Sie all dies wissen?« »Lassen Sie mich fortfahren.« Die Frau nahm das Geld mit zitternder Hand und zitterndem Herzen, aber sie betrachtete es nur als Darlehen. Sie erreichte glücklich ihre neue Heimat. Und Gott gab dem unermüdlichen Streben ihres Gatten, seiner Familie eine sorgenfreie Existenz zu verschaffen, Erfolg. Sobald es ihr möglich war, schrieb sie dem Mann, dem sie so großen Dank schuldete. Aber ihre Briefe kamen als unzustellbar zurück. »Ich zog damals von Breslau hierher«, murmelte der Vater. Da es ihr auf diese Weise nicht möglich war, ihm selber ihren Dank abzustatten, übertrug sie denselben auf andere. Kein Weihnachtsabend verging, ohne dass sie in ihrem Namen Gutes getan und irgendein gebeugtes Herz mit Trost erfüllt hätte, wie sie es einst getan. »So lebt sie, und es geht ihr wohl?« fragte der Vater mit unsicherer Stimme. »Sie lebt und hat nicht aufgehört, sie zu segnen. Gott schenkte ihr noch andere Kinder«, und der Weihnachtsabend wird alljährlich nach deutscher Sitte bei ihnen gefeiert.
Unter allen Geschenken aber, die er zu bringen pflegt, wird keines mit so dankbarer Rührung betrachtet als ein altes, farbloses, hölzernes Pferdchen, das jedes Jahr unter dem Weihnachtsbaum steht. Dasselbe, welches das Herz des kleinen Knaben einst mit seligem Entzücken erfüllte. »Und was ist aus dem Kind geworden?«, fragte der Vater leise. Das Kind ward zum Manne, der jetzt vor ihnen steht, um ihnen zu danken für das, was sie einst an seiner Mutter taten. Er beugte sich mit zuckendem Antlitz nieder und zog, ehe der Vater es hindern konnte, die Hand desselben an seine Lippen. »Ich war auf dem Weg nach Breslau«, erzählte der junge Mann weiter, als die erste Rührung vorüber war, »um dort Erkundigungen nach dem Wohltäter meiner Mutter anzustellen. Schwerlich aber würde ich meinen Zweck so bald erreicht haben, wären Fräulein Edith und ihr Koffer mir nicht so freundlich zu Hilfe gekommen. Diesen beiden allein haben wir das unvermutete Wiedersehen und diesen fröhlichen Weihnachtsabend zu verdanken.« Wir haben unserer kleinen Geschichte nur wenig mehr hinzuzusetzen. Einige Jahre nach dem soeben Erzählten suchte die Familie des einstigen politischen Flüchtlings die deutsche Heimat wieder auf, die diesem nicht länger verschlossen war. Er wählte die Stadt, in der Ediths Vater wohnte, zu seinem bleibenden Aufenthalt. Zwischen beiden Familien entspann sich eine herzliche Freundschaft, am herzlichsten zwischen Alfred und Edith, die, als sie vor 3 Jahren ihre Hochzeitsreise machten, dem alten Lederkoffer, der einst ihre erste Bekanntschaft vermittelt hatte, die zärtlichste Sorgfalt widmeten.